Lass mal gucken. Forschungsdatenstufe. Oder warte mal, jetzt bin ich gerade ganz ein bisschen raus. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Forschungsdatenstufe 1. Das ist jetzt hergestellt. So, genau, das haben wir ja hergestellt. Das haben wir ja jetzt. Was braucht er denn jetzt dafür noch? Keine aktiven Module. Ach so, ich muss das ja, Moment, ich bin so doof. Ich muss das ja in die Anlage packen, ne? War das nicht so? Muss ich das nicht hier reinpacken? Ach, ich muss das doch hier... Oh, ja, stimmt. Das muss ja hier aktiviert werden. Das kann ich, glaube ich, auch nicht nach oben packen, ne? Das muss, glaube ich... Ja, das muss an der Wand. Shit, und wir haben halt keine Wand mehr frei, ne? Aber da ist doch Forschungsstufe 1. Haben wir doch schon. Ach so, lol, war deaktiviert. Lul. Ah, jetzt macht das. Lol, wieso war das denn deaktiviert? Das ist auch deaktiviert, warum? Warum ist das alles deaktiviert? Warum sind meine ganzen Module deaktiviert? Was ist hier los? Okay, die Bilanz ist aber ganz gut. Ja, der Captain ruft schon wieder an. Ist mir egal, was der schon wieder will. So, Stufe 2 haben wir. Wo hat er das? Wo hat er das denn? Oh nein. Wo hat er das denn hingebaut? Uff, wir sollten auf jeden Fall zurück in den Keller fahren. Ich würde gerne einmal nach unten fahren. So. Was will der Captain denn schon wieder? Captain! Ah, Standardraffinerie aufwerten. Komplexe Geräte und Materialien erfordern eine bessere Schmelztechnologie. Werte das Drillship auf, um eine höhere Produktion und das Schmelz neuer Materialien zu ermöglichen. Wenn Gegenstände für die Produktion fehlen, versuche eine Raffinerie-Drillship anzugreifen und zu plündern. Alle Drillships bieten eine gewisse Menge Technologie, aber spezialisierte Drillships bieten am meisten. So. Aufwerten. Wir werden in Kürze den zweiten Bereich betreten und das Drillship muss dafür bereit sein. Aha, siehste, ich hab's mir doch schon gedacht. Also, habe ich denn jetzt hier schon irgendwie was aufgewertet? Blaupausen? Ah, guck mal. Guck mal einer an. Jetzt können wir nämlich hier auch weiter aufwerten. Verbesserte Sprengstoffe. Hui, 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 hui. Siehste, jetzt brauchen wir nämlich hier auch die zweiten Stufen, kriegen wir nämlich jetzt auch hin. Die wir dann quasi austauschen müssen. Denn wir haben ja... Genau, da ist Forschungsstufe 1. Die Forschungsstufe 2 ist ja das hier, ne? Haben wir die jetzt gerade gebaut? Ne, die haben wir die gebaut? Bin jetzt gar nicht mehr... Doch, die müsste ja wenden. Aber ist die... Hey, warte mal, das sind... Das sind Module, die... Ach so... Uff. Moment, jetzt ganz langsam. Das sind Module, die eingebaut werden. Das sind Blaupausen. Die quasi für uns... Ach so. Lol. Jetzt erst nach, keine Ahnung, gefühlt fast 30 Folgen komme ich erst dahinter. Das sind quasi Sachen, die wir einfach lernen und dann haben. Die wir wissen, wie das funktioniert. Und das andere, das hier, ist quasi die Sachen, die wir bauen müssen. Diese Module, die aktiv sein müssen. Das heißt, für zum Beispiel hier brauchen wir Forschungsmodul Stufe 1, was aktiv sein muss. Das haben wir ja. Wir brauchen zwei Sensoren und zwei Forschungsdaten Stufe 1, damit wir das herstellen können. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir, glaube ich, oder? Haben wir das hergestellt? Bin mir nicht sicher. Das haben wir auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir brauchen ein Hydraulikbauteil und zwei Produktionsdaten Stufe 1. Hydraulikbauteil? Lass mal gucken. Haben wir, glaube ich, ne? Hydraulikbauteil. Produktionsmodulstufe 2. Müsste das sein? Ich weiß es nicht, aber nochmal ein Hydraulikbauteil. Wir haben ja ein bisschen gesammelt, ne? Weiß nicht, ob das das ist. Ich guck mal. Ich würde das mal hier reinpacken. Und dann schauen wir einfach mal. Was sagt denn überhaupt unser Schiff mit reparieren? Alles 100%? Ist das so?
kann das beinahe gar nicht glauben, weil wir ja so angegriffen worden sind. So. Hydraulikbauteil ist richtig, aber zweimal Produktions... Ach so, nee, Moment. Und dann brauchen wir genau, bei Produktions brauchen wir die Produktionsdatentechnologie. Stufe 2. Hier. Das können wir herstellen aus. Also das ist Stufe 1, 1, 1, 1, 1. Und das ist 2. Das können wir mit Hydraulikbauteilen machen. Mit Produktionsdaten, Stufe 1 zum Beispiel. Können wir das machen? Dazu brauchen wir aber dreimal Produktionsdatenstufe 1, ne? Ein. Oder wir brauchen zweimal Technikkopf. Wir haben sogar viermal Technikkopf. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Das brauchen wir zweimal, war das, ne? War das richtig? Mal eben kurz gucken bei den Blaupausen. Zweimal Produktion. Nee, ja doch, zweimal Produktionsdatenstufe 1 brauchen wir. Okay, das dauert natürlich ein bisschen. Machen wir das direkt zweimal. So, null verfügbar, weil warum? Datenstufe 1. Ach, Stufe 1. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich habe Stufe 2 hergestellt, ne? Wir brauchen noch Stufe 1. Uff, ich sollte mal richtig lesen lernen. Pumpe. Baumeisterkopf. Okay, ja, gucken wir mal. Haben wir bestimmt da. Pumpe, 9 Stück. Ehre. Jetzt müsste es aber eigentlich gehen. Ich fülle schon mal den Frachtraum voll, ich weiß. Ich müll den gerade voll. So, haben wir 2 Stück. Genau, so und jetzt müssen wir ein aktives Modul dafür haben. Das heißt, um das bauen zu können, müssen wir, glaube ich, nach draußen, ne? Wisst ihr, was wir machen? Ich fahre jetzt erstmal wieder zurück. Ist mir egal. Wie sind wir denn nochmal rübergekommen? Das muss ich selber erstmal gucken. Erdeter Bohrer? Nee, brauchen wir nicht. Stufe 1, glaube ich. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier der Übergang ist. Sind wir hier rübergekommen? Uff. Nein, 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 nein. Toll. Ich lade einmal, ja? So, was haben wir denn? Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Das war, glaube ich, 44, 49. Das müsste... Okay, das war jetzt doof von mir. Ich hätte nicht in das Feuer fahren sollen. Entschuldigung. So. Naja, gut, wir sind... Sind wir unter Tage? Ich hoffe, ja. So, wir sind wieder da. Was haben wir denn jetzt gebaut? Mal eben kurz gucken. Hallo? Spiel? Hallo? Spiel? Okay, wir brauchen... Oh, Gott sei Dank haben wir, glaube ich, die Dings nicht gebaut, ne? Können wir mal eben machen. Hydraulikbauteil zweimal waren wir. So, das kriegen wir noch hin. Moment, das haben wir doch. Oder? Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Sensoren. Ah ne, Hydraulikbauteil, genau. Stufe 2, war das richtig? Stufe 2? Ne, wir brauchen noch Stufe 1, ne? Genau, wir brauchen hier Stufe 1, brauchen wir Produktionsdatentechnologie. Dazu brauchen wir den Kopf, war das doch gewesen. Dann sparen wir uns das nämlich, den Technikkopf, genau. So. Ich würde aber trotzdem, bevor wir das jetzt einmal gleich loslegen, nein, Produktionsdatenkopf, da brauchen wir den Dings für. Ich bin so. Oder? Nee, warte mal. Hä? Bin ich jetzt ganz Matsche in der Birne? Was ist denn hier los? Baumeisterkopf brauchen wir. Der ist hier. Viermal. Bin ich jetzt ganz plemplem? War doch richtig, ne? Nicht, dass ich mich jetzt verbaue. Produktionsdaten zweimal Stufe 1 brauchen wir dafür. Okay, also. Ja, Stufe 1. 1, 2. Und einschalten.
So, dann würde ich sagen, fahren wir trotzdem noch mal einmal. Ich speichere hier noch mal ganz schön. Und dann würde ich sagen, dann düsen wir mal. Heieieiei. Diesmal nicht durchs Feuer. Vielleicht finden wir ja die Brücke. Da ist die Brücke. So. Hoher Pass ist ganz schön. Kupfertal. Komm, wir fahren mal ins Kupfertal. So. Gut, haben wir das auch. Okay, nice. Sehr schön. So. Speichern. Haben wir diesmal geschafft. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, wir brauchen das jetzt. Bin mal gespannt, wenn wir jetzt hochgefahren sind, ob sich das jetzt aktivieren lässt. Das müsste ja eigentlich sein, weil das mit dem Aktivmodul müsste ja bedeuten, dass es aktiviert werden muss, oder? Bin ich jetzt richtig? Mal gucken, ob das genau das ist, was ich mir ausgedacht habe in meinem schlauen Köpfchen. Oder keine Ahnung. Ja, das geht. Nice. Dann stellen wir das mal her. Zweimal Kessel, zweimal Raffineriedatenstufe 1. Das müssen wir alles upgraden, ne? Sprengstoff wäre auch ganz geil. Für den Kampf. Standardraffinerie aufwerten, Standardforschung. Standardraffinerie aufwerten sollten wir als nächstes. Zweimal Kessel und zweimal Raffineriedatenstufe 1. Dazu brauchen wir Bergmanns Kopf. Okay, zerstörtes Raffineriemodul Stufe 1. Das haben wir, glaube ich, oder? Ja, haben wir. Können wir das, glaube ich, auch herstellen. Das müssen wir hier reinpacken. Genau, zweimal brauchen wir das, glaube ich. Ne? War doch richtig, oder? Ja, zweimal. Sehr schön. So, dann... Jetzt läuft's, ne? Jetzt brauchen wir noch einen Kessel. Haben wir einen Kessel? Wie sieht denn ein Kessel aus? Ah! So sieht ein Kessel aus. Wie gut, dass wir schon drüben waren. So, ich glaube, diesmal läuft's richtig. Macht er nicht? Doch, ich wollte schon sagen. So, was brauchen wir denn hierfür? Zwei Sensoren und zweimal Forschungsdatenstufe 1. Forschungsdatenstufe 1. Einmal, zweimal. Und dann brauchen wir... Was war das noch? Nee, Quatsch. Wir sollten, glaube ich, das erstmal machen, ne? Raffineriedatenstufe 1. Das wäre, glaube ich, besser. Einmal, zweimal. Und dann machen wir hier nämlich Sprengstoff. Oh, hier, Strukturen kommt jetzt auch noch dazu. Holy shit, Raffineriedatenstufe 2. Raffineriedatenstufe 2. Ich packe einfach mal alles rein, was wir haben. Vielleicht gucken wir mal, was wir dann bauen können. Weil das ist ja das Einzige, was wir haben. Bleh. Vielleicht haben wir ja ein Glück, dann haben wir irgendwie ein bisschen aufgewertet. So, Raffineriedatenstufe 2 können wir nicht bauen, weil uns was fehlt. Okay, ist ja nicht schlimm. Hier können wir sogar noch Produktionsdatenstufe 2 bauen. Lass mal gucken. Das wäre natürlich mega interessant. Strukturen verbessern. Schaltet Fertigung von Wandstrukturen und sonstigen Strukturen frei. Nice. Das ist natürlich zum Ausbauen des Schiffes ganz gut. Das wäre noch wichtig. Dazu brauchen wir aber Raffineriedatenstufe 1 zweimal. Hier. Haben wir einmal. Brauchen wir nochmal. Mist. Raffineriedatenstufe 1. Das würden wir aber hier auf der Insel kriegen. Auf unserem Bereich, wo wir gerade sind. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt ein bisschen ausgebaut, ne? Ach, guck mal einer an. Jetzt haben wir schon neue Sachen hier. Jetzt können wir nämlich auch Eisenbarren herstellen und so. Das ist schon mal nice. Ach, guck mal, jetzt geht's doch richtig zur Sache. Guck mal, wir können sogar Schredder und Pumpe jetzt herstellen selber. Na, guck mal einer an. Na, seht ihr? Das heißt, ich würde, da wir ja sowieso ein bisschen ausgerüstet sind für unsere Seite jetzt hier, weil wir ja jetzt wieder drüben sind, würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier, Energie passt, ne?
Ja, ist sogar in der Bilanz plus 14, also besser wie wir eigentlich haben. Also funktioniert quasi Kohle. Das Kraftwerk. Ach, das ist gar nicht eingeschaltet. Jetzt ist es eingeschaltet. So, warte mal. Ach, guck mal, plus 24. Holy Jesus, wir können noch mehr anbauen. Aber wir können trotzdem noch nicht die Erweiterung dran bauen, ne? Glaube ich. Also noch ein Segment, oder? Ich glaube nicht, dass das geht, ne? Nee. Dazu brauchen wir was? Durch das Segment kann ich eine Dampfturbine erforderlich. Hier. Dampfturbine 2. Ich glaube, da sind wir gerade dabei, ne? Kern suchen, genau. Wir brauchen nämlich den Dampfturbine 2 Kern. Den müssen wir, glaube ich, erst finden. Ich würde aber jetzt erstmal tatsächlich nochmal ein paar Dings sammeln. Ein paar Forschungssachen. Wenn wir schon einmal hier sind auf der Insel. Das Segment packe ich mal hier rein. Warte mal, können wir das nicht sogar nutzen für Dings? Moment, ich will mal eben was gucken. Das ging doch, glaube ich, ne? Wir wollten, was wollten wir denn jetzt machen? Wir wollten den Sprengstoff, ne? Raffineriedatenstufe 1. Ah, geht nicht. Mist. Ich hab erst gedacht, dass wir das hiermit vielleicht irgendwie, aber das ist Frachtmodul und Forschungsmodul. Ist ja nicht schlimm. Gut, pass auf. Würde ich sagen, machen wir quasi. Huch. Was? Alter, Stahlrumpf. Also drei Stufen gibt's also. Holy shit. Machen wir erstmal speichern. Und dann gehen wir los. Lassen das Schiff erstmal ein bisschen absenken. Wir haben 9 Minuten. Dürfte erstmal reichen. Metall schicken wir es mal eben weg. Mit der 6.